Hallo, mein Name ist Isabel und ich möchte euch heute den Vakuumformer vorstellen. Als erstes werde ich euch die einzelnen Teile vorstellen und ihre Funktion. Anschließend schauen wir uns das Abformmaterial an. Dort gibt es verschiedene Kunststoffe, die eben auch verschiedene Vor- und Nachteile haben. Wenn wir das geschafft haben, dann können wir auch schon zu der Erstellung unserer Modelle gehen. Wie das Ganze funktioniert und was ihr dabei beachten solltet, erkläre ich euch gleich. Zum Schluss können wir dann natürlich noch abformen und füllen unsere abgeformten Formen noch mit verschiedenen Materialien. Welche das genau sind, erfahrt ihr im Video. Also viel Spaß und bis gleich! Hier seht ihr unseren Vakuumformer von Vacform. Auf der Oberseite befindet sich die Heizeinheit. Mit dieser wird unser Material erwärmt. Das Material wird in diesen Rahmen gespannt und kann dann oben zum Heizen und unten zum Formen positioniert werden. Unten ist alles verbaut, um ein Vakuum zu erzeugen. Und dies sorgt dafür, dass sich der Kunststoff an unserem Modell anschmiegt und dieses optimal abformt. Die Bedienung hier unten an dem Monitor ist wirklich simpel. Wir geben das verwendete Material mit entsprechender Stärke ein und das Gerät hat individuelle Parameter hinterlegt, die zu optimalen Ergebnissen führen. Schauen wir uns nun noch kurz die Materialien an, mit denen ihr eure Modelle abformen könnt. Dies sind alles Kunststoffe, genauer gesagt Thermoplasten. Sie lassen sich in gewissen Temperaturbereichen verformen und sind nach der Abkühlung wieder fest. Geeignet zum Vakuumformen sind beispielsweise PETG, ABS, HIPS, PVC und einige weitere. Auf der Seite von Vacform findet ihr eine Materialmatrix, auf der ihr die genauen Eigenschaften und Anwendungsgebiete der Materialien nachlesen könnt. Die Links dorthin habe ich euch in die Infobox gepackt. Nun geht es auch schon an die Erstellung unseres Modells. Ihr könnt euch Modelle aus dem Internet herunterladen oder sie selber konstruieren. Aber auch mit dem Lasercutter können Formen erstellt werden. Oder auch mit Modelliermasse. Seid da einfach ganz kreativ. Einige Dinge solltet ihr aber auf jeden Fall beachten. Erstens, der Entformungswinkel. Ein Entformungswinkel wird an der Außenseite des Objektes angebracht und erleichtert uns später das Ausformen. Je nach Größe und Geometrie der Form solltet ihr 1,5 bis 5 Grad einplanen. Zweitens, Taschen. Habt ihr Taschen in eurem Modell, solltet ihr Entlüftungslöcher hinzufügen. Diese werden so klein modelliert, dass sich der Kunststoff nicht hineinzieht, das Vakuum jedoch die Luft aus der Tasche saugen kann. Drittens, Ecken und Radien. Vermeidet so gut es geht scharfe Kanten. Das reduziert Spannungen, Risse und Unebenheiten. Viertens, Ziehverhältnis. Nicht jede Form kann einfach tief gezogen werden. Euer Teil sollte ein gewisses Verhältnis von Breite zu Tiefe aufweisen. Umso schmaler und höher das Teil, umso mehr muss sich die Kunststoffplatte ausdehnen. Dabei kann es leicht zu Rissen kommen. Ich nehme euch jetzt mal mit, wie ich meine Modelle erstellt habe. Zuerst habe ich mit Tinkercad 3 kleine Formen erstellt und diese dann ausgedruckt. Ihr könnt aber auch ein anderes Programm nutzen, das steht euch völlig frei. Mir war es aber wichtig, auch mal ein paar Formen auszutesten, um die Grenzen des Geräts kennenzulernen. Eine der Formen lässt sich leider nicht so optimal abformen und sollte nochmal verbessert werden. Dazu aber später mehr.
Nun wollte ich auch noch schauen, wie ich mit dem Lasercutter Formen herstellen kann. Also habe ich Illustrator gestartet und eine Rechteckform und meinen Namen als Vektor erstellt. Diese sollen nach dem Cutten aufeinander geklebt werden und so abgeformt werden. Außerdem war ich total neugierig, inwieweit man so richtig dreidimensionale Formen mit dem Lasercutter durch die Schichtung der einzelnen Platten herstellen kann und habe so eine Schale aus Ringen erstellt. Ihr könnt die Modelle natürlich auch mit Modelliermasse herstellen. Achtet nur darauf, dass diese gut ausgehärtet ist, damit sie sich nicht verzieht. Oft heißt es aber auch einfach, probieren geht über studieren. Testet eure Modelle aus und ihr werdet sehen, wo es noch Schwierigkeiten gibt und wo ihr was verbessern müsst. Unsere Modelle sind nun fertig und es kann endlich ans Gerät gehen. Ich starte den Vakuumformer und wähle am Bedienpanel das Material Hips aus. Außerdem werde ich noch nach der Stärke des Materials und dem Vakuumtuning gefragt. Vakuumtuning reguliert den Luftstrom und den Druck. Umso höher der Wert, umso höher ist der Druck des Vakuums. Ich belasse ihn hier auf 0. Damit sind Luftstrom und Druck gleich. Die Temperatur und die Dauer der Erwärmung sind schon voreingestellt. Es ist auch möglich, eigene Temperaturen und Materialien einzustellen. Nun klemmen wir die Platte in den Rahmen ein und bringen die Platte mit Hilfe des Hebels nach oben. Dort wird sie erwärmt. Sobald sie ausreichend erhitzt ist, bekommen wir von dem Gerät eine Info und drücken den Hebel zügig nach unten. Zeitgleich startet die Absaugung und das Vakuum entsteht. Da das Material durch die Wärme weich ist, schmiegt es sich an unsere Form an. Nach einer Weile ist das Material ausgekühlt und wir können es vom Gerät nehmen und unser Modell ausformen. Je nach Modell und den eingehaltenen Entformungsschrägen geht das mehr oder weniger gut. Jetzt aber die große Frage, was soll ich denn nun mit diesen Formen machen? Tatsächlich sind die Anwendungsgebiete so vielfältig, dass es mir echt schwer fiel, das Video kurz zu halten. Einerseits könnt ihr das, was ihr abgeformt habt, direkt nutzen. Beispielsweise als Geländemodell für eine Modelleisenbahn oder auch als Teile für ein Cosplay. Wenn ihr diese noch bemalt, könnt ihr damit sehr viel umsetzen. Beispielvideos dazu, zu diesen beiden Projekten, habe ich euch mal in die Infobox gepackt. Auf der anderen Seite könnt ihr die Abformen auch nutzen, um ein Modell zu vervielfältigen. Beispielsweise ein Modell per 3D-Druck herstellen, um es dann in größerer Menge beispielsweise mit Silikon oder Kunstharz zu gießen. Und na klar, wenn wir hier von Gießen reden, dann darf auch eine Schokolade nicht fehlen. Das Thema hatten wir ja schon beim Silikonguss. Wer gerade nicht weiß, wovon ich rede, schaut mal in das verlinkte Video. Eurer Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich zeige euch hier, wie ich meine erstellten Formen mit Schokolade und mit Epoxidharz ausgegossen habe. Wenn ihr mit Lebensmitteln arbeitet,
achtet auf eine saubere Arbeitsumgebung und dass ihr das zulässige Material verwendet. In der Materialmatrix könnt ihr ganz genau schauen, welche Materialien für welche Anwendung geeignet ist. Ich schmelze die Schokolade im Wasserbad und gieße sie dann vorsichtig in die Form. Durch leichtes Klopfen lasse ich die Blasen aufsteigen und sorge dafür, dass die Schokolade an jede kleine Stelle gelangt. Nun alles in den Kühlschrank stellen und warten. In der Zwischenzeit können wir uns um das Epoxidharz kümmern. Beim Arbeiten mit Epoxidharz solltet ihr immer die entsprechende Schutzkleidung und eine Atemschutzmaske tragen. Rührt das Material nach Packungsangabe an und gießt es in die Form. Wie auch bei der Schokolade kann leichtes Klopfen die Luftbläschen nach oben befördern. Ich denke, es ist klar, dass ihr ein und dieselbe Form nicht gleichzeitig für Lebensmittel und Epoxidharz nutzen solltet. Am besten markiert ihr euch mit einem Permanentmarker, für welches Material ihr eure Form genutzt habt. Das Epoxidharz muss nun 24 Stunden aushärten. Das heißt, es ist Zeit für einen Snack. Und wir haben ja noch Schokolade im Kühlschrank. Diese lässt sich richtig leicht entformen, aber ist halt auch genauso schnell wieder verschwunden. Am nächsten Tag habe ich mich dann dem Epoxidharz gewidmet. Dieses aus der Form zu bekommen, ja, ist wirklich schwerer. Ihr könnt euch sicher erinnern, dass auch die Entfernung des Modells schon schwieriger war. Das liegt vor allem daran, dass ich keine Entformungsschräge habe und außerdem ist das Modell nicht ganz exakt aufeinander geklebt. Es gibt hier kleine Hinterschneidungen, die von dem Kunststoff umschlossen werden und ihn festhalten. Aber ihr lernt aus meinen Fehlern und achtet bei euren Modellen natürlich auf diese Dinge. Was man auch noch machen kann, ist ein Talkum oder Vaseline auf die Form aufbringen, um das Entformen zu erleichtern. Hier blieb mir leider nichts anderes übrig, als die Form zu zerstören. Das Ergebnis ist aber sehr gut geworden. Eine schöne kleine Schale für Schmuckstücke. Und welche Modelle würdet ihr euch zum Abformen erstellen und was habt ihr mit dem Gerät vor? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Das war's auch schon wieder von mir und dem Vakuumformer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt ein bisschen was gelernt und vielleicht die eine oder andere kreative Idee zur Nutzung dieses Geräts mitgenommen. Kommt gerne am Mittwoch zum Open Lab Day immer von 9 bis 19 Uhr bei uns vorbei und setzt diese kreativen Ideen dann wirklich auch um. Da freuen wir uns sehr, euch dabei zu unterstützen. Weitere spannende Videos findet ihr hier auf unserem YouTube-Kanal und viele weitere Projekte, die so beim Open Lab Day entstehen, findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Schaut gerne vorbei, abonniert uns und aktiviert die Glocke. Also, bis dann!